Willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar wir spielen Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. Ich habe überlegt gehabt, was ich als erstes spielen könnte und habe ein paar Leute gefragt, unter anderem auch Mike, und alle haben gesagt, nimm Monster Hunter. Zombie U wird auch trotzdem noch kommen und zwar auch ziemlich bald. So, wir machen ein neues Spiel. Ich habe schon mal angefangen gehabt, aber bin nicht sehr weit gekommen. Oh, ja, jetzt Gamepad und so. Ich muss da kurz mal drüber wischen. Sieht aus wie Sau. Unbedingt mal eine Schutzfolie, weil das Zeug zieht Katzenhaare und Staub an wie sonst was. So, wir spielen ein Mädel. Kleidungstyp. Das macht irgendwie nicht so sonderlich viel Unterschied. Von Typ 1 und 2, ich weiß auch nicht. Minimal. Dem Gürtel, das Muster davon. Das sieht ganz anders aus, aber da sind auch wieder die Muster der Gürtel unterschiedlich. Ja. So, dann nehmen wir einfach Typ 1, Kleidungsfarbe. Wollte ich mal gucken, wie das aussieht. Rot, gelb, grün. Nehmen wir mal schwarz. Oder kann man hier so ein richtiges Schwarz machen? Na, fast. So. Nehmen wir die Farbe hier. Details. Was ist das denn? Achso, das ist... Ah, verstehe. Das sehen wir jetzt nicht wegen der Frisur. Frisur wollte ich bei der belassen, glaube ich. Obwohl... Nee, das sieht doof aus. Das sieht auch komisch aus. Die stehen immer so weit ab. Vom Rest des Körpers. Die sieht doch hübsch aus. Dann nehmen wir mal ein Blond. So halbwegs blond halt. Hautfarbe stimmt so. Stimme, mal gucken. Okay, nehmen wir Typ 11. Gesicht lassen wir auch mal so. Touch-Panel-Anzeige und HUD. Standard. So, da sieht man schon, ich habe da ein bisschen gespielt gehabt. Nicht mal eine Stunde. Von daher. Kenne ich so gut wie gar nichts aus dem Spiel. Ich habe auch die Vorgänger nicht gespielt. Ne? So, jetzt kommt erstmal die Vorgeschichte. Warum das alles so ist, wie es ist. Kennt man ja zu Genüge aus anderen Spielen. Das Mädel mit dem Rock, ey. Die fällt da optisch total raus, finde ich. Oh ja, nackter Hintern, super. Er ist eh so ein Unsympath. Steht immer auf seinem komischen Dinge da und... Man, die haben alle so Hosen an. Was er sein soll, habe ich bis heute noch nicht verstanden. Vielleicht wird das ja uns irgendwann mal erklären.
Miese Katze will Fisch. Und jetzt geht's rund. So, wir sind wohl im Dorf angekommen. Alle gucken uns so komisch an. Aber begrüßend praktisch. So. Also wer das lesen möchte, der kann das gerne pausieren und das lesen. Aber die labern einen wirklich so endlos mit Nonsens voll. Es geht einfach darum, dass es ein Volk ist, das halt alles, was es braucht, von der Natur bekommt. Im Prinzip. Und anscheinend bebt es da öfter und sie werden halt, ja, von Monstern terrorisiert. Dieses Wassermonster hauptsächlich. So, jetzt haben wir ein bisschen Geld erhalten. Also was ich zumindest als Geld bezeichne. Wir sehen etwas seltsam aus. Was haben wir denn da auf dem Kopf? Ja. Die erzählt uns jetzt ein bisschen was über Quests und so weiter. Wir werden Aufgaben kriegen von den Dorfbewohnern, die aber nicht gleich Quests sind, aber ja. Ha. Ja, wie erkläre ich das am besten? Wer das Spiel gespielt hat, weiß, was ich meine. Das sind zwar so Zwischenaufgaben, aber keine richtigen Quests. Die richtigen Quests sind dann Aufgaben mit Zeitbegrenzung und ja, wo man richtig große Bosse legen muss. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht lang. Ich guck mal eben auf die Karte, wo ich lang muss. Wir gehen erstmal zu unserem Hütchen. Das ist hier das. Hier ist unser Haus mit unserer Katze. Kammerlein oder wie das auch immer ausgesprochen wird. Ja, regelmäßig ins Bett zu gehen, um Daten zu speichern. Mhm. Okay. Was? Ich helfe dir auch bei deinen herunterladbaren Inhalten, ja. Das ist eine asiatische Katze. Ja. Dann gucken wir mal direkt in die Kiste. Und tun direkt mal die Waffe wechseln. Was haben wir denn hier? Eisenschwert. Eisenkatana. Also man sieht schon an den Bildern, das ist ein großes Schwert. Hier ist ein leichtes Schwert, denke ich mal, soll das sein. Hier ist Schwert und Schild. Das hier sind Doppelklinge, Hammer. Was soll denn das darstellen? Das macht wohl Musik. Dann hier Lanze und Schild. Noch eine Art Lanze und Schild. Dann hier eine Axt, Armbrust. Es gibt eine leichte und eine schwere Armbrust. Und dann gibt es noch hier den Bogen. Das hier ist unsere momentane Rüstung, die wir angelegt haben. Und ich nehme jetzt mal die Doppelklinge mit. Denn je mehr wir mit einer und derselben Ausrüstung arbeiten, also der Waffenausrüstung, desto besser werden wir im Umgang damit. Und wir gucken mal, was sonst noch so in unserer Objektbox ist. Hier haben wir Prismapilzlampe. Das ist ein Einrichtungsgegenstand, den können wir bei der Kammerkatze, nenne ich sie jetzt einfach mal, ausrüsten, ja, platzieren. Da können wir uns ein Fleckchen für raussuchen. Die schwarzen Pfeile zeigen die möglichen Plätze an der rote, wo wir uns gerade befinden. Ich stelle sie mal hier hin. Ich finde, sie macht sich da ganz gut. Und dann gehen wir auch schon wieder raus. Und schauen uns mal weiter um. Denn wir haben hier auf dem Gamepad eine kleine Map, die uns so ein bisschen zeigt, wo wir hingehen können. Wo es was zu entdecken gibt. Wo noch Gespräche offen sind. Hier können wir mit dem Schiff reisen.
Ob ich nach Tanzia will? Naja, nee, nicht wirklich im Moment. Dafür ist es noch wirklich zu früh, glaube ich. Und dann haben wir noch zwei Gespräche offen. Einmal auf der Farm und dann beim Schmied. Ah nee, nicht beim Schmied, aber hier bei der Schmiede zumindest. Dieses Kind, wenn ich es jetzt endlich mal hier dran krieg. Ja, und ich habe jetzt Wetzsteine bekommen. Die brauchen wir um unsere Waffen zu schärfen. Wir gehen jetzt erstmal zur Farm. Wir können auch einmal aus dem Dorf direkt in den Wald gehen, aber das mache ich jetzt mal nicht, weil wir halt das Gespräch hier noch haben. Dann müssen wir dann bei dem Kind da rechts lang, aber das sehen wir dann später noch. Gut. Dann gehen wir jetzt in den Wald. Und schauen mal, was da so gibt. Wir haben ja jetzt so unheimlich viele Knöpfe auf dem Gamepad. Das ist wirklich unglaublich. Ja, der Dorfchef erklärt uns jetzt, wie wir uns bewegen. Wundervoll. Das habe ich noch gar nicht rausgefunden. Wir haben ja ZL und L und ZR und R und XYAB plus minus Steuerkreuz und zwei Control Sticks. Also der rechte Control Stick. Oh Gott. Ja. Wunderschöne Aussicht. Der rechte Control Stick ist für die Kamera. Genauso wie das Steuerkreuz für die Kamera ist. Macht für mich beides, finde ich, nicht so viel Sinn. Weil, ja, Kamerasteuerung. Weil es halt doch sehr, ja, wie soll ich sagen, unangenehm schnell ist. Mit dem Steuerkreuz wiederum ist es genauso bescheiden. Hier haben wir zum Beispiel schon mal das erste Kraut, was wir sammeln können mit A. Damit wir was aufheben können, müssen die Waffen weggesteckt sein. Das zeige ich auch noch gleich mal. Was man alles aufsammeln, was man so findet. Manche Quellen von Rohstoffen sind halt sehr ergiebig. Okay, das war's. Wir ziehen unsere Waffen mit okay, auf Y lag wohl der Wettstein. Also mit X ziehen wir unsere Waffen und mit A oder X greifen wir an. Dann mit Y stecken wir die Waffen wieder weg. Und mit B ducken wir uns oder während der Bewegung weichen wir aus. Mit L gucken wir in unsere aktuelle Laufrichtung. Mit ZL habe ich keine Ahnung, was es auf sich hat. Wenn wir L gedrückt halten, dann können wir unsere Sache, die wir auf Y liegen haben, verändern anscheinend, würde ich mal sagen. Weil das ist momentan der Wettstein ausgewählt. R, keine Ahnung, was R tut. Ah, schneller laufen. Cool, dass ich das auch mal erfahre. Und ZR, ich habe keine Ahnung. Ja, das ist eigentlich so ziemlich... Achso, R weiß ich wieder. Also, wenn die Waffen gezogen sind, kann man zumindest bei der Doppelklinge diese Fähigkeit hier aktivieren. Man sieht, das braucht die Ausdauer regelmäßig, also mit konstanter Geschwindigkeit auf. Und wenn man Treffer landet, dann füllt sich die Anzeige, die sich unter der Schärfenanzeige, unter der Ausdaueranzeige wiederum befindet. Also von der Ausdaueranzeige 2 nach unten ist eine Anzeige, die sich dann, während man Treffer landet, füllt. Und wenn die voll ist, dann behält man diesen Zustand, wo man mehr Schaden macht, bei. Ist das eine Feldposition ändern? Berühre zum Verändern des View-Gamepads, also zu verwenden des View-Gamepads Feldposition, um die Anzeige der Felder zu ändern.